Ein guter Freund von mir sitzt beziehungsweise ist in mehreren Weinclubs integriert und also auf der ganzen Welt. Und da wird immer wieder diskutiert, wie entwickelt sich Wein unter Wasser. Jetzt sind gerade wieder Flaschen gefunden worden, die 300 Jahre unter Wasser waren. Und es gibt da mehrere wissenschaftliche Aspekte dahingehend. Ja, wir haben jetzt uns zur Aufgabe gemacht, haben das mal richtig gut recherchiert und sind draufgekommen, dass wir unter diesem Aspekt, was wir jetzt vorhaben, zwei Weinfässer auf 60 Meter Tiefe, 1000 Liter, den Bodensee zu versenken und dort nachher eben den Wein reifen lassen. Also wir reden von einmal circa 4 bis 5 Monaten beim Weißwein und einmal bis Maximum 2020 im Oktober, also nächsten Jahres, wäre der Rotwein nachher zu Bergen wieder. Wir haben dieses Projekt nachher gleich dem Professor Dr. Diplom-Ingenieur Hofrat Robert Steidl, das ist der Institutsleiter in Klosterneuburg für Weinbau und Kellertechnik, vorgestellt und beziehungsweise mitgeteilt, und er war gleich mit an Bord im wahrsten Sinne des Wortes, weil es eigentlich eine Einzigartigkeit ist, die wir vorhaben und auch dann durchführen, oder jetzt auch durchführen werden. Was erwarten wir uns? Es ist so, wir haben mehrere Variablen, mehrere Tendenzen. Wir haben natürlich weinwissenschaftlich, physikalisch, chemisch versucht, das Ganze zu eruieren, mal vorab. In der Theorie gibt es mehrere Varianten. Die einen sagen, okay, das wird sich nicht viel auswirken. Also wir reden einfach von 6,5 Bar Unterwasserdruck. Wir reden von völliger Ruhe. Wir reden von Tiefe. Wir reden einfach davon, dass der Wein dort unangetastet reifen kann. Es ist eventuell möglich auch, dass das Ganze in eine andere Richtung geht und sich in der Theorie, die graue Theorie, die Praxis komplett overruled nachher. Für mich selber bin ich am meisten gespannt, und zwar, das geht schon fast schon in die Parawissenschaft hinein, und zwar deswegen, weil Wein aus 75 bis 80% doch aus Wasser besteht und wir dort in einem Habitat sind, also rundherum mit Wasser, Wasser, Wasser ist, und dementsprechend habe ich ein bisschen so ein Gefühl oder denke mal, wie könnte sich der Mond eventuell daraus auswirken, also diese Kräfte auf den Wein nachher, ob es eine signifikante Veränderung gibt. Es gibt Projekte auf der ganzen Welt, die abzielen. Wölf-Clicquot zum Beispiel hat auf 30 Meter Flaschen versenkt, zum Schauen, wie das Reifeprozedere ist. Am Genfersee hat es ein Projekt gegeben, da sind allerdings die Flaschen zerborsten. Es gibt eine Weinboje am Neusiedlersee, allerdings ist die aufgeschwommen und beziehungsweise die hat man schwimmen lassen. Und der Neusiedlersee hat natürlich nur 2 Meter Tiefe auch, wie wir wissen. Und dann ist es eben auch so, dass wir noch recherchiert haben, es gibt noch Tonamphoren, die natürlich auch den Druck nicht aushalten und nur zwischen 5 und 10 Meter sind. Ein französischer Winzer versenkt es auf 10 Meter seine Holzfässer. Das, was wir vorher vorhaben, unter diesen Druckverhältnissen sind nach unseren Recherchen derzeit einzigartig. Wir haben ein super Team zusammengestellt, die mit Navigation, mit Nautik vertraut sind. Was das Wichtigste natürlich ist, auch es besteht keine einzige Gefahr für das Gewässer, beziehungsweise es ist auch so, wir haben auch die Auflagen, die wir bekommen haben, wie zum Beispiel Schiffsverkehr darf auf keinen Fall behindert werden. Auch die Fischerei wird dementsprechend in keinster Weise beeinträchtigt oder behindert. Also wir sind komplett konzentriert auf unser Projekt und haben alle Sicherheitsvorkehrungen, vor allem menschlicherseits auch getroffen, die wir brauchen. Wir haben Trimix-Taucher, die dürfen und können eben auf 60 Meter vordringen. Und das Projekt Tiefenrausch hat eigentlich den Namen so bekommen. Ich bin selbst Taucher und Radl um den See auch die ganze Zeit, und da ist eigentlich so ein bisschen auch das Projekt entstanden, auch eine Herzensangelegenheit. Und auf dieser Tiefe eben ist es dann so, dass wir ab 40 Meter mit normaler Atemluft, also mit normaler Pressluft, wird Atemluft toxisch und man neigt dann zu unlogischen Handlungen, und das Gleiche passiert auch, wenn man ein bisschen zu viel Wein erwischt, und deswegen haben wir das Projekt Tiefenrausch genannt.